Ja, liebe Frau Nowak-Scheidt, sehr geehrte Damen und Herren, freue mich über die Einladung, möchte heute wirklich den Blick in die Kristallkugel wagen. Um auch morgen meiner geregelten Arbeit nachzugehen, würde ich Sie bitten, mich heute als Privatperson zu betrachten, nicht als offiziellen Vertreter der Energie AG Oberösterreich. So sehr ich unseren Generaldirektor schätze, aber ich möchte morgen keinen befohlenen Termin haben. Also bitte, bitte nicht mit dem Unternehmen unmittelbar in Verbindung bringen. Sie würden mir dann die Wortwahl erleichtern. Das heißt, ich kann die Dinge anstelle verklausuliert vielleicht etwas deutlicher ausdrücken. Besonders freut es mich, dass unsere ehemalige Gesetzgeberin heute auch da ist. Frau Rauch-Kallert, seinerzeit Wirtschaftsministerin. Ja, ja. Wirtschaftsministerin. Waren Sie nicht? Schön. Okay, gut. Aber ich habe Sie mit Wirtschaft in Verbindung. Sonst hätte ich ein paar Reflexionen auf die Regularien eingeflochten. Ja, zum Thema Digitalisierung vielleicht vorweg. Das Schöne an der Digitalisierung, sie ist in aller Munde und jeder von uns interpretiert sie anders. Wie sehe ich oder wie sehen wir in meinem beruflichen Umfeld die Digitalisierung? Wir sehen darunter eine meist technologiegetriebene, das muss keine Hardware-Technologie sein, sehr stark kommt die Software-Technologie auf, Stichwort Robotics, Stichwort künstliche maschinelle Intelligenz, Blockchain und so weiter. Eine meist technologiegetriebene oder technologieermöglichte, induzierte, unterstützte Transformation von A. Prozessen, B. Produkten, C. Geschäftsmodellen. Prozesstransformation ist vielleicht noch leichter zu erklären. Wir versuchen Prozesse im ersten Schritt überhaupt zu eliminieren, im zweiten, wenn nicht eliminierbar, Stichwort Disruption, versuchen wir sie zu automatisieren, zu beschleunigen, zu vereinfachen und mit möglichst standardisierten Services abzubilden. Der Versand einer elektronischen Rechnung im PDF-Format ist für uns noch nicht unter Digitalisierung, sondern die Ablöse eines analogen Prozesses mit pseudodigitalen Mitteln. Also wir gehen da schon etwas tiefer, etwas weiter. Der zweite Hebel oder Ansatzpunkt, das Produkt, das kriegt dann meist das Attribut Smart, ja, Smart Watch, Smartphone, Smart Meter, Smart Grid und so weiter. Da versucht man einfach mit digitalen Instrumenten, Methoden, Technologien, Services, Produkte anzureichern, sodass sie entweder mehr Funktionalität bekommen und oder leichter zu bedienen sind. Eine Kombination daraus sehr, sehr stark. Und wenn ich mir vorstelle, was sie heute im Haushalt alles tut, wenn der Herd mitdenkt und mir empfiehlt, wieder mal auszuschalten oder die Temperatur zu reduzieren, dann sind die schon smarte Funktionen oder für uns Männer im Haushalt überlebenswichtige Funktionen. Der dritte Bereich betrifft gesamte Geschäftsmodelle, also nicht das, was wir bisher getan haben, eins zu eins in die Zukunft zu verlängern und vielleicht ein bisschen zu automatisieren, ist da die Fragestellung, sondern welche Services benötigt die Kundin, der Kunde tatsächlich? Stichwort Design Thinking, volle Kundenzentrierung, tabulose Kundenorientierung. Und da kann es sein, dass ganze Geschäftsmodelle, zumindest Wertschöpfungsstufen, vermeintliche bisherige, wegfallen, dass sie nicht mehr benötigt werden. Das ist für jene, die dieses Geschäft bisher gelebt haben, verkörpert haben, schwierig nachzuvollziehen. Da braucht es dann meist junge Wilde, sogenannte Startups, die einfach vorführen, dass es ohne Zwischenstufen, ohne Intermediäre auch geht. Im Regelfall leichter, schneller, günstiger geht. Das ist für uns dann die dritte Stufe. Meist ist es eine Kombination daraus. Ich habe kürzlich einen Generaldirektor einer österreichischen Bank bei einer Podiumsdiskussion erlebt und auf die provokante Frage des Journalisten, ob denn die Bank die Digitalisierung überleben werde, meinte er, haben wir längst. Diese Welle ist hinter uns, die haben wir schon gemeistert. 94% unserer Kunden erfassen ihre Belege selbst im Electronic Banking, sage ich jetzt dazu, um keinen Produktnamen zu verwenden. Da ist ein Staunen durchs Publikum gegangen. Also ich glaube, die Digitalisierung, die ist noch sehr, sehr ausbaufähig. Ja, wird die heutige Energielandschaft und Energiewirtschaft die Digitalisierung überleben? Ich glaube, das ist die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man eine Branche betrachtet. Ja,
Persönlich bin ich überzeugt, dass es überleben wird, zumindest was die physischen Assets anbelangt, sprich unsere Kraftwerke und Netze werden überleben. Ob die Unternehmen in der heutigen Form so bestehen bleiben und diese einzelnen Disziplinen, Bereiche, Stichwort Vertrieb, in 5 Jahren auch noch so funktionieren, wie sie es bisher getan haben, glaube ich persönlich nicht. Vielleicht nochmal zurück ein paar Worte zur Energiewirtschaft. Energie heißt bei uns von den Energieträgern her betrachtet Nummer 1 Öl, Nummer 2 Strom, Nummer 3 Gas, wobei Gas auch einen Teil in die Stromaufbringung einbringt, Stichwort G&T, kalorische Anlagen. Kohle, Holz spielen nahezu keine Rolle. Tendenz steigend haben wir glücklicherweise bei Sonne und bei Wind, wobei Wind halt in Österreich auf bestimmte Regionen fokussiert ist. Mit der Sonne tun wir uns etwas leichter. Was die erneuerbaren Energien anbelangt, und wir zählen unsere Wasserkraft unabhängig von Leistungsgrenzen schon dazu, so sind wir in Österreich in der wirklich sehr glücklichen, einmaligen Situation, dass wir ungefähr 80% der gesamten Stromaufbringung erneuerbar, regenerativ, ohne nennenswerte CO2-Emissionen abdecken können. Wenn Sie immer wieder Diskussionen hören, Artikel lesen zum Thema Elektromobilität und dass diese Emissionsarmut der Elektrofahrzeuge ja ein Schwindel ist, dann muss man, glaube ich, immer den Markt mit in Betracht ziehen und wissen, wie der Energiemix in einem bestimmten Land aussieht. In Deutschland ist das Verhältnis in etwa umgekehrt. Deutschland zieht ungefähr 80% der Stromerzeugung aus kalorischen Kraftwerken und zu einem kleineren Teil aus Atomkraftwerken. Und da ist natürlich der Energiemix ein völlig anderer verglichen mit Österreich. Also in Österreich haben wir sehr, sehr gute Voraussetzungen, auch die letzten Prozent anzugehen und mit Elektromobilität beim Öl einiges zu mobilisieren. Wiewohl das natürlich ein sehr langfristiger Prozess ist, das geht nicht in 3 Jahren. Schauen wir uns mal die einzelnen Stufen der Energiewirtschaft an. Und dazu betrachten wir vielleicht am besten den oder die, auf die es ankommt, nämlich unsere Kunden. Wie werden Kunden in einigen Jahren das Thema Energie erleben? Bei Neubauten haben wir heute Isolationswerte, die einen Gasanschluss nicht mehr rechtfertigen. Einen Neuanschluss, über Bestand spreche ich da nicht, sondern Neuanschluss. Es wird, was früher mal durchaus gebräuchlich war und verpönt war, wird möglicherweise eine Renaissance erleben, das ist die Stromheizung, die Elektroheizung. Einfach aus dem Grund, weil die Räumlichkeiten einen derartig geringen Wärmebedarf haben und ich ganz komfortabel und mit dem größten Wirkungsgrad den Strom auch in die Haushalte bringe, zu Heizzwecken. Solange das Aufgebot ausreichend ist. Aufgebot, Stichwort Elektromobilität, da gibt es Berechnungen des Verbandes. Wenn wir in Gesamtösterreich alle Pkw auf Elektroantrieb umstellen würden, dann würde das einer Stromaufbringungserhöhung von ungefähr 14% entsprechen. Das ist zwar keine Kleinigkeit, aber das ist machbar. Wenn ich mir anschaue, welches Ausbaupotenzial wir im Bereich der Photovoltaik haben, dann wird sich das machen lassen, speziell über diesen relativ langen Zeitraum der Umstellung. Wo fließt derzeit am meisten Energie hin? Nummer 1 ist Mobilität, also Individualverkehr plus Transport plus öffentliches Verkehrssystem. Nummer 2 ist Heizung, Raumheizung und Wasseraufbereitung. Nummer 3 ist dann der eigentliche primäre Stromkonsum, so wie wir ihn kennen und erleben. Das heißt, wenn ich in der Mobilität und bei der Heizung, Stichwort Isolation, Stichwort Effizienz, steigende Maßnahmen ansetze, dann kann ich schon sehr, sehr viel bewegen. Und jede Kilowattstunde, die wir uns vom Verbraucher ersparen über Energieeffizienzmaßnahmen, erspart uns im Schnitt 2,5 bis 3 Kilowattstunden in der Erzeugung, wenn ich die Gesamtkette betrachte, vom Primärenergieträger bis zum Haushalt. Also das ist wohl der erste Punkt, den man den künftigen Konsumenten oder auch einer Volkswirtschaft ans Herz legen kann. Der zweite Punkt, ich kann bis zu einem gewissen Grad meine Last, meine elektrische Last individuell steuern. Da allem voran wiederum die Heizung, Warmwassererzeugung, eine Wärmepumpe als Beispiel und bestimmte Verbraucher. Geschirrspüler als Beispiel.
Dazu ist erforderlich, dass die Geräte in irgendeiner Form smart sind, das heißt steuerbar sind und eine Meldung abgeben, ob sie betriebsbereit sind, ob sie gerade aktiviert werden können. Es gibt jetzt die ersten Angebote am Markt, dass Wärmepumpen zeitgesteuert und preisgesteuert aktiviert werden. Eine Wärmepumpe hat ein Speicherverhalten und ob ich die jetzt 4 Stunden früher oder 4 Stunden später aktiviere, ändert normalerweise an der Wärmeabgabe nicht so viel, dass ich nicht da ein bisschen flexibel gleiten könnte. Und das bringt aber sehr viel, wenn wir Zeiten haben, wo der Strom wenig oder sogar nichts kostet oder sogar was bringt, wenn man ihn aus dem Netz entnimmt. Das heißt, die Laststeuerung wird interessant. Je mehr elektrische Kapazitäten wir im Netz haben, Stichwort namhafte Akkusätze in zum Beispiel Elektroautos, umso mehr Kapazität, die wir beeinflussen können, gibt es auch. Und wenn ich als Haushalt, sage ich mal 4.0, diese Kapazitäten nütze, wenn ich sie bewirtschaften lasse, kann ich mir damit sowohl Geld ersparen, als auch einen Beitrag zur gesamten wirtschaftlichen Rentabilität leisten, das Ganze unter Optimierung der Emissionen, der Umweltbeiträge. Kunde 4.0, wo stehen wir heute? Der Kunde 1.0 kümmert sich nicht um Strom- oder Gasrechnung, bezahlt am Monatsende, schaut nicht auf den Preis, alles nimmt seinen Lauf wie gewohnt, Komforthaltung. Kunde 2.0 fordert die Energiewirtschaft, zumindest den Vertrieb und die Erzeuger, und wechselt. Zum Beispiel einmal im Jahr, schaut sich die Angebote an und entscheidet sich für den jeweiligen Energielieferanten. Geht bei Strom und Gas relativ leicht. Unsere Elektronen fließen mit Lichtgeschwindigkeit. Es gibt kein zweites Produkt, das ohne große Transportlogistik und Zwischenlagerung so einfach zum Kunden zu bringen ist. Die physikalischen Grundgesetze gelten, die können auch wir nicht außer Kraft setzen, auch nicht die Digitalisierung. Das heißt, sobald ich am Netz angeschlossen bin und nicht selektiv abgeschaltet werde, habe ich Versorgungssicherheit. Kunde 3.0 lässt wechseln, zumindest einmal in 12 oder 24 Monaten. Es gibt gerade 2 sehr prominente Persönlichkeiten, die hinter Startups stehen und diesen Maklerservice oder Wechselservice anbieten für jene, die eher den Komfort suchen und sagen, bitte bewirtschaftet meine Anlagen. Ich denke, das sind alles Übergangserscheinungen. Wenn ich diese Sachen voll digital betrachte, dann wird das keinen manuellen persönlichen Eingriff mehr erfordern, sondern es wird Energiemanagementsysteme geben, wahrscheinlich in Form von Cloud-Lösungen, die für mich meinen Energiehaushalt bewirtschaften. Und da kann es durchaus sein, dass ich diesem Energiemanagementsystem den Zugriff auf den Familienkalender gestatte, sodass das System erkennt, wenn ich eine Woche auf Urlaub bin, sollte halt nicht unverschlüsselt gespeichert werden oder an organisierte Vereine weitergegeben werden. Also Stichwort Informationssicherheit und Datenschutz ist nicht ganz unproblematisch. Und dann kann das Energiemanagementsystem zum Beispiel meinen Temperaturverlauf steuern, kann bestimmte Dinge vorhalten. Das kann 20% meiner Akkukapazität im Auto, im Elektroauto zum Beispiel betreffen. Wenn ich eine längere Fahrt vor mir habe, dann wird auf 100% geladen. Dann gibt es keinen Spielraum, dann kann der Energieversorger nicht atmen. Dann ist vollgeladen, in den anderen Zeiten kann er in einem bestimmten Bereich pulsieren. Und wir können so gesamtheitlich, volkswirtschaftlich wirklich Aufbringung und Erzeugung und Abnahme bestmöglich aufeinander abgleichen. Mit Kostenvorteilen, mit Umweltvorteilen. Thema Cloud-Service. Die Energiewirtschaft war der erste Cloud-Anbieter, ohne es zu wissen. Seit ungefähr 130 Jahren liefern wir über Steckdosen in etwa eine gewisse Spannung, Frequenz, Phasenlage unseres Signals. Niemand kommt oder wenige kommen auf die Idee, sich ihr eigenes Kraftwerk hinzustellen, weil sie Strom benötigen. Das heißt, das ist schon ein Ortssystemverbund und Cloud-Service. Und das Ganze wird sich nur wesentlich verstärken. Ob ich dann diesen Energiemanagement-Service bei meinem bisherigen Energieversorger beziehe oder ob es da nicht ein findiges Startup oder eine marktübergreifende Plattform etabliert, das wird man sehen. Meine Einschätzung hören Sie am Zwischenton. Da wird es neue Spieler geben. Spieler, die den Kunden vielleicht wesentlich besser verstehen, als wir es tun.
wo es einfach im Querverbund Sinn macht mit anderen Produkten und Diensten, mit der ganzen Bestelllogistik, mit dem Profiling und so weiter, auch unsere Produkte mitzukaufen. Und das ist eine weitere Eigenschaft der Digitalisierung. Die Branchengrenzen, die strikten früheren Branchengrenzen, die brechen auf, die verschwimmen, die spielen keine allzu große Rolle mehr. Was spricht dagegen, dass ein Automobilhersteller nicht auch gleich den Strom für die Lebenszeit dieses Automobils mitverkauft? So gesehen bei einem amerikanischen Anbieter. Was spricht dagegen, dass uns deutsche Automobilhersteller künftig Mobilität verkaufen? Da ist vielleicht nicht mehr unser eigenes Auto drinnen, sondern ein Fuhrpark, den wir situativ wählen, mit der kompletten Energieversorgung, mit Versicherung, allem drum und dran. Individuell, personalisiert, situativ. Das heißt, da kann sich die Energiewirtschaft durchaus auf einiges gefasst machen. Wie schaut es in der Erzeugung aus? Die großen Kraftwerke sind hochgradig automatisiert. Dort wird sich meiner Einschätzung nach relativ wenig verändern. In der dezentralen Erzeugung, die immer stärker aufkommt, Stichwort Photovoltaik als Beispiel, ist die Digitalisierung aus meiner Sicht eine Schlüsseltechnologie, weil ich dann den Abgleich zwischen der eigenen Erzeugung und dem eigenen Bedarf bestmöglich vornehmen kann. Und die günstigste Stunde, Kilowattstunde, ist jene, die ich nicht verbrauche, Energieeffizienz. Die zweitgünstigste ist jene, die ich selbst erzeuge, verbrauche und nicht im Netz entnehme. Warum? Weil die öffentliche Hand uns mit ca. 40% zuerst Steuern und Abgaben einheben lässt. Das ist die größte Einzelposition mittlerweile bei der gesamten Strom- und Gasrechnung. Dann kommt mit ungefähr 35% die Netzkomponente reguliert und dann mit rund einem Viertel die eigentliche Energiekomponente, die liberalisiert ist, wo der Wettbewerb tagt. Das heißt, ich habe einen Hebel von 1 zu 3 oder 1 zu 4, je nachdem, wenn ich die Energie selbst verbrauche, die ich erzeugt habe. Wir werden uns von einzelnen Abnahmestellen, Haushalten lösen. Das heißt, es wird eine mobile Einheit geben, unser Elektroauto. Es wird das Haus geben, vielleicht mit Photovoltaik am Dach. Es wird einen Wochenendsitz geben. Es wird Familienverbünde geben. Es wird Communities geben, die untereinander Energie tauschen. Dürfen es denn das? Ja, mit den neuen Regularien kommt das immer stärker, Stichwort Gemeinschaftsanlagen. Das wird aber noch weitergehen. Wir rechnen damit, dass irgendwann mittelfristig auch ein reiner Peer-to-Peer-Handel erlaubt sein wird. Das heißt, jeder kann jedem dann Strom zum Beispiel zur Verfügung stellen. Und dazu werden diese beiden Geschäftspartner oder Familienmitglieder werden lediglich eine Plattform benötigen und nützen. Es wird hier nicht unmittelbar den Energieversorger brauchen, solange das Netz die Stabilitätsgrenzen einhält und Übertragungskapazitäten verfügbar sind. Damit das Netz das tun kann, wird es zum Smart Grid mutieren. Bisher war das Netz eine Einbahnstraße von einigen zentralen großen Kraftwerken hin zu den Verbrauchern, zu den Haushalten, zu den Gewerbeindustriebetrieben. Künftig geht es da kreuz und quer, durcheinander, bidirektional. Die Sonne scheint, die Photovoltaik speist ein. Grundsätzlich kein Problem, solange genug Regelenergie da ist, um das Netz stabil zu halten. Wenn wir das Netz nicht mehr stabil halten können, dann verweise ich auf den Vortrag von Marc Elsberg. Dann wird es kritisch. Wir haben sicherlich einige Engstellen in Österreich, aber in Summe gesehen haben wir ein sehr leistungsfähiges und gutes Netz. Bis auf einige Regionen, die an dünnen Schnüren hängen. Ja, das heißt, ich kann dann mit meiner eigenen Energie den Eigenbedarf abdecken, ich kann damit handeln, ich kann es beliebig frei am Markt verkaufen. Wir sprechen dann in größeren Einheiten von virtuellen Kraftwerken. Es werden sich Organisationen etablieren, die einfach mit mir als Privathaushalt und Besitzer einer Photovoltaikanlage einen Vertrag schließen und sagen, ich räume dir deinen Eigenbedarf ein, den konsumierst du, verbrauchst du selbst, geldsparend, und alle Überschusskapazitäten gibst du mir, ich kümmere mich um die Vermarktung. Wie schaut es aus mit dem Thema Elektrospeicher im Haushalt? Gibt es ja mittlerweile, je nach Land, Bundesland, gibt es ja auch Förderaktionen. Ich sage, Autarkie ist in meinen Augen weniger ein energiewirtschaftlicher als vielmehr ein ideologischer Begriff. Und Autarkie kann sehr teuer werden.
Ich empfehle, den optimalen Betriebspunkt zu suchen und den anzusteuern. Der kann bei 60% Eigenabdeckungsgrad liegen, bei 80, 90, in manchen Fällen auch bei 99 oder 100%. Aber im Regelfall ist eine 100%ige Autarkie ein sehr kostspieliges Unterfangen und wir laufen damit in eine Fragmentierung rein. Auch das belastet die Umwelt, weil wir relativ viel Kapazität, Speicherkapazität brauchen. Aber wir werden irgendwann auch Batterien, Akkumulatoren im Haushalt sehen. Einige Energieversorger bieten heute Produkte, Services an und sprechen von einer virtuellen Batterie. Angenommen, Sie haben 50 Quadratmeter Photovoltaik am Dach, macht im Jahr 5 Kilowatt Leistung, 5000 Kilowattstunden Erzeugung bei österreichischer Sonneneinstrahlung. Dann können Sie dort die halbe Energie über ein gesamtes Jahr zwischenspeichern. Jetzt hat dieser Energieversorger, der diesen Dienst anbietet, natürlich keine riesigen Kapazitäten, vielleicht Pumpspeicherkraftwerke, ja, aber keine riesigen Akkufabriken, sondern er bilanziert auf der Nieder-, Mittel- oder Hochspannungsebene. Das heißt, er gleicht das sofort aus. Macht technisch, physikalisch, wirtschaftlich, volkswirtschaftlich sehr großen Sinn. Und wenn das Angebot preislich auch attraktiv ist, dann würde ich eh empfehlen, solche Dienste zuerst zu nutzen und sich nicht mit Anlagen im Keller herumzuplagen, die natürlich Instandhaltung brauchen, Wartung brauchen, die vielleicht auch ein gewisses Risiko bergen, finanzielles wie auch technisches. Wenn ich an einem entfernten Standort wohne, lebe, arbeite und ich dort eine schlechte Netzanbindung habe, dann muss ich lokal puffern, stützen. Wenn ich irgendwo im Ballungsraum bin, würde ich solche virtuellen Speicher jedenfalls prüfen und positiv andenken. Thema Vertrieb. Wir leben noch sehr stark vom persönlichen Vertrieb, kennen unsere Kunden. Ja, das schaut mittlerweile so aus, dass unsere Kunden genauso gut Bescheid wissen wie wir selbst im Größtkunden-Industriebereich. Die leisten sich Energiemanager, die top Know-how haben, überhaupt keine Frage, da geht es um viel Geld. Was die im Regelfall von uns beziehen, sind nur gewisse Dienstleistungen, ich sage jetzt eine Handelsfunktion, eine Optimierungsfunktion, da oder dort eine punktuelle Beratung, aber ansonsten nehmen die den Börsepreis, hedgen die Kurve und beziehen direkt 1:1 ohne Aufschläge die Energie. Privatkunden, ja, zahlen heute, sofern sie nicht wechseln, noch höhere Preise, da wird es aber in eine ähnliche Richtung gehen. Das Ganze wird nicht mehr persönlich abgewickelt, sondern über Plattformen abgedeckt. Wir brauchen künftig verstärkt intelligentes Marketing, digitales Marketing, Online-Marketing. Wir brauchen Data Scientists, Datenanalysten und Analytiker. Der klassische Vertrieb wird sich aus meiner Sicht ganz stark verändern. Das würde ich eher historisch als Vehikel sehen, aber nicht unbedingt zukunftsträchtig. Wie sieht es in der Technik aus? Da nutzen wir natürlich Instrumente der Digitalisierung. Ich sage jetzt nur Drohnenbefliegung von Hochspannungsleitungen. Ist im Regelfall günstiger, klappt viel schneller, als wenn man da mit Helikopter oder mit Leitern unterwegs ist. Stauraumüberwachung mittels Drohnenflug. Risikooptimierte Instandhaltung, Sensorik, Internet der Dinge, wenn wir an den kritischen Dingen oder kritische Stellen die Sensoren platzieren, dann kriegen wir frühzeitiger mit, wenn sich etwas anbahnt, können rechtzeitig Vorkehrungen treffen, Ersatzschaltungen vornehmen, Reparaturtrupps losschicken etc. Wetterprognose ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Ich höre häufig, dass ja die erneuerbare Energie nicht planbar ist, dass sie tut, was sie will. Stichwort Sonnenschein und Windenergie. Es ist heute überhaupt kein Problem, auf, sage ich mal, zumindest plus minus 10% Genauigkeit, die zu erwartende Erzeugung über die nächsten 8 bis 14 Tage abzuschätzen. Das geht mit lokalen Prognosemodellen, was die Wettersituation anbelangt, schon sehr gut. Und dann wird zwar daraus keine regelbare Energie, aber zumindest eine planbare Energie. Und das ist schon der erste wichtige Schritt für uns. Ganz ohne Regelenergie wird es nicht gehen. Und da brauchen wir agile Systeme, die relativ rasch am Netz sind, mit denen wir wirklich die Spannungsschwankungen ausgleichen können. Und das sind momentan immer noch Gas- und Dampfanlagen, allerdings auf einem sehr hohen Niveau, umwelttechnisch und vom Wirkungsgrad her. Im Handel, da wird immer mehr direkt abgewickelt zwischen Vertragspartnern, ohne die berühmten bisherigen Zwischenstationen, Intermediäre. Daran werden sich auch die Handelsorganisationen gewöhnen dürfen.
In dem Zusammenhang wird immer wieder Blockchain verwendet. Ich sehe Blockchain als Methode, die richtungsweisend ist, die Zukunftspotenzial hat. Die heutige Implementierung der Blockchain sehe ich als unzureichend. Die ist nicht für Massendatentransaktionen und Verarbeitung konzipiert. Es ist so, als würde man geflochtene Zöpfe immer wieder durch die Lande schicken. Die werden natürlich mit jeder Transaktion länger, werden erweitert, sind voll transparent. Aber da gibt es andere Methoden in der Informatik oder im Software Engineering, um das zu lösen. Also da wird sich etwas tun. Die Idee, mit Blockchain Prozesse radikal zu verkürzen, zu vereinfachen, bin ich überzeugt, die wird sich durchsetzen. Und das wird auch bei uns Spuren hinterlassen. Bleiben noch die klassischen Innendienste. Also früher haben wir primär über diese Blue-Collar-Tätigkeiten, Stichwort mechanische Arbeiten, Automatisierungsjobs gesprochen. Mittlerweile sprechen wir über White-Collar. Wenn ich mir anschaue, dass die Google KI-Software in 4 Stunden das Schachspielen erlernt hat, in einer Intensität und Qualität, dass sie die besten Schachcomputer damit geschlagen hat, also von Großmeistern à la Kasparov zu meiner Zeit, gar nicht mehr zu sprechen, dann können wir daraus einige Schlüsse ziehen. Und wenn ich zum Beispiel nur die Buchhaltung bei uns herausgreife, ohne jetzt Namen zu nennen, wie viele Personen da jeweils tätig sind, also wenn ich diese KI-Software mit den letzten 500.000 oder 1 Million Buchungsfällen füttere, die einen Tag lang oder eine Woche lang lernen lasse, also ich glaube, dann wird es eng. Ja. Und die Maschine läuft 7 mal 24 Stunden, das ist ungefähr das Vierfache unserer normalen geregelten Arbeitszeit. Das heißt, die Software-Roboter werden hier immer stärker kommen. Ich kenne bereits konkrete Einsatzfälle. Momentan sind es nur unterstützende Systeme, klar, so beginnt es immer. Aber da haben wir einiges zu erwarten. Also wird auch den Arbeitsmarkt stark betreffen. Es gibt eine Analyse von McKinsey, wonach in der Dachregion in etwa 32-33% der heutigen Berufstätigen durch die Digitalisierung massiv gefordert sein werden. Massiv heißt, diese Tätigkeit wird es in der jetzigen Form allalong nicht mehr geben. Es wird veränderte Tätigkeiten geben, es wird neue Berufsbilder geben, keine Frage. Aber wir müssen uns von manchen Dingen lösen. Ja, im Kundendienst, wenn Sie schon mal mit einem Chatbot gesprochen haben, ja, ich versuche zu meinem neuen Handy so ein Care Plus Paket dazu zu nehmen. Ich habe es einfach formuliert. Die Computerstimme war zwar freundlich, nett, aber hat es nicht verstanden. Der Service-Mitarbeiter hat es dann sofort in 10 Sekunden gelöst gehabt. Also da haben wir noch Kinderkrankheiten, zum Teil noch etwas holprig, aber es wird kommen. Und ich habe den großen Vorteil, 7x24 Erreichbarkeit. Ich kann die Lösungen relativ leicht skalieren und die Qualität, die steigt von Fall zu Fall. Da wird einiges auf uns zukommen. Ich bin Informatiker und habe mit meinen ehemaligen Uniprofessoren auch gesprochen. Ich habe gesagt, wahrscheinlich liegt es an meinem eingeschränkten Blick auf die Dinge oder vielleicht fehlenden aktuellen Fachwissen, aber ich sehe keine Grenzen für die künstliche oder maschinelle Intelligenz. Und das haben mir die Professoren bestätigt. Sie sehen es auch nicht. Also ich denke, da wird noch vieles passieren, unabhängig jetzt von den Branchen. Ja, in Summe wird eine spannende Herausforderung. Um unsere Anlagen machen wir keine Sorgen. Die Unternehmen, denke ich, werden sich entweder neu ausrichten oder der Vergangenheit angehören. Nur weil wir bisher Strom geliefert haben, heißt das für die Zukunft noch lange nicht, dass wir darauf einen Anspruch haben, dass es so bleiben wird. Digitalisierung wird hier die ganze Art der Kundenbeziehung, der gesamten Abwicklung massiv verändern. So viel, glaube ich, kann man heute schon ohne Übertreibung abschätzen. Soweit ein Rundflug, Digitalisierung in der Energiewirtschaft. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Bitte.